Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wahrlich, ich bin Baldur's Gate 2. Ein Eisengolem. Gut, dass wir noch gebufft sind. Was kann ich tun? Ja. Spür die Hand der Gerechtigkeit. Au. Na, wenn du triffst, haut's halt ganz schön rein. So, ja, also dann kann ich jetzt erstmal mal ins Log reinschauen. Ja, machen wir direkt weiter. Larascha, okay. Was habt ihr so drauf? Oh. Ihr fangt mir gerade an zu zaubern. Das würde ich gerne unterbinden. Ja, der Stein unten ist es gerade nicht praktisch. Na, ihr macht das schon. Dann müssen wir danach aber nochmal rasten. Ja, Gift ist es nicht gut. Ey! Hier mit eurem Flächenschaden. Dann muss ich auch mal Flächenschaden raushauen, ne? Wie das aussieht. Warum immer du jetzt unten rumgehst, aber gut. Achso, vielleicht weil wirklich hier die Gaswolke noch ist. Hier ja halt auch, aber... Nee, das ist keine gute Idee. Okay. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Stimmt, ich habe einfach zu lange nicht mehr gespeichert. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet, aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Gut, da haben wir dich um und machen dann direkt Flächenschaden. Meine Waffe hat keine Wirkung. Das ist kein Akt. Ja. Ja? So. So. Okay, das hat denen überhaupt nicht gefallen. Sehr cool. Ja? Ich kümmere mich drum. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Die Rache ist mein. So. Sehr gut. Zumindest nur 11. Okay, vom normalen Angriff getroffen. Cool. Oh, ist noch einer übrig. Stimmt, der war ein bisschen weiter außerhalb.
Okay, nichts Interessantes dabei. Okay, dann kommst du jetzt von unten. Gut, die Frage ist, was da drinnen abgeht. Ich guck mal. Sonst rasten wir halt nochmal. Au. Oh. Okay. Eure Buffs sind, glaube ich, auch langsam weg, wie mir scheint. Die Dienerin der Natur ist bereit. Was ist nun los? Ich helfe, wo immer ich kann. Dann schauen wir mal. Und gucken, ob das funktioniert. Sagt mir, was zu tun ist. Ein Tänzchen gefällig? Welche Kühnheit, Peacemaker? Überrascht mich immer wieder. Aber weiter geht's nicht. Irenicus darf während seines Rituals nicht gestört werden. Was für ein Ritual? Was hat er jetzt wieder vor? Was macht er schon, Peacemaker? Ihr seid bald tot. Keine Wirkung. Gebt mir ein größeres Schwert. So, der Raksha wäre dann auch einigermaßen weg. Ja, sollte aber passen. Wie lange brauchst du mit deinem Zauber noch? Madame? So, der Eisengolem wäre aber gleich weg. Du hast die ganze Zeit keine Rüstung mehr an, ne? Ja. Ich warte. Na, endlich. Okay. Aber der Zauberschutz ist weg. Immerhin. Auf euren Befehl. Ja. Ja, genau, haut den erstmal um. Und dann geben wir ihm den Rest. Gerade wegteleportiert. Was kann ich tun? Ändern wir das doch mal. Sag mir, was zu tun ist. Ob sie das halt unsichtbar gemacht? So nicht, mein Lieber. So nicht. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Okay, cool. Das lief angenehm gut. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Dann schauen wir uns den Stab mal an. Oh, von nur plus 1, okay. Ich warte. Das dürfte ein normales Langschwert sein. Cool. Dann Fallen scheinen keine da zu sein. Okay, okay. Verstanden. Was ist hier drin? Nichts. Okay. Ja. Gut, dann könnt ihr mal rasten.
Ist ja auch ganz gut, dass ihr jetzt wieder fit seid. Ja, gehen wir weiter. Ich bin dabei. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich überlege, ob es Sinn macht, hier einfach dauerhaft gebufft rumzulaufen. Wenn es denn sein muss. Was haben wir hier? Wir da hoch? Aber scheint kein Eingang oder irgendwas zu sein. Ah ja, das ihr seid ein Fremder. Mhm. Noch mehr Ungeheuer. Nein. Nein, Vilanas, das sind keine Ungeheuer. Es sind nur Fremde. Bitte, Herr, könnt ihr uns helfen? Mutter und Vater, sie sagten, wir sollen drin warten. Dann sind sie rausgegangen und ihr hört so komische Geräusche. Sie sind tot. Mutter und Vater sind tot. Nein, Vilan, das ist nicht wahr. Ihr habt sie gesehen, nicht wahr, werter Herr? Ja, ihr habt sie doch gesehen. Ja, ich habe sie nicht gesehen, aber das heißt nicht, dass sie tot sind. Kommt, ihr sollt zu den Stadttoren gehen. Ist es nicht mehr sicher. Sie sind tot, ich wusste es. Sie sind es vielleicht nicht, viel anders. Komm schon, danke sehr, werter Herr. Okay. Ja, kann ja wirklich sein, dass sie noch leben. Von daher, schauen wir mal. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal da hinten rum. Was haben wir denn hier mit einem Steingolem? Hallo. Nimm das. So. Ich glaube, wir fangen mal unten an bei dem Haus. Oh. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ah, gibt's aber keine Treppe nach oben. Wir looten erstmal. Los, spuck es ab. Schön. Mhm. Ach, Meteorschwamm. Bringt das irgendjemandem was? Nein. Dann wird's verkauft. Auf geht's. Geht klar. Okay. Was ist denn jetzt da unten? Dieser seltsame Behälter, der eindeutig von Elfen gefertigt wurde, ist verschlossen. Es ist egal, wie viel Druck er aufwendet, er lässt sich nicht öffnen. Auf dem Deckel befinden sich 5 Druckplatten, die mit in Suldanesla-Sala gebräuchlichen Symbolen geschmückt sind. Relifane, der Baum des Lebens, eine Rune von Suldanesala, Kolon Laretian, der Vater des Pantheons der Elfen und das Symbol der Elfen für Wasser. Boah, meine Güte, ganz schöner Frosch im Hals. Ein kryptischer Text unterhalb der Runen bezieht sich auf einen Priesterstein im Raum darüber. Ah, ein Schlüssel für das Rätsel vielleicht. Über den Runen befinden sich folgende Inschrift. Die natürliche Ordnung wird sich durchsetzen. Offensichtlich müssen die
Platten in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden, um an den Inhalt des Behälters ranzukommen. Der Rand des Würfels ist korrodiert, als ob er dem Einfluss von Säure ausgesetzt werden sei. Welche Rune wollt ihr zuerst drücken? Machen wir später, wenn ich den Stein oben habe. Oder wenn ich mir das oben mal angeschaut habe. Genau, nach den Symbolen zu schließen, muss die Lösung des Rätsels etwas mit der Religion der Elfen zu tun haben. Der Stadt irgendwo muss doch ein Hinweis darauf sein. Okay. Sagt mir, was zu tun ist. Kaum der Rede wert. Dann gucken wir mal oben rein. Mal schauen, was das bringt. Na, noch so ein Golem. Naja, soll mir gerade mal egal sein. Ich kümmere mich drum. Außer kommt halt nach. Okay, hier gibt es auch keine Fallen. Ist hier halt los? Noch überhaupt keine, das ist ja ganz praktisch. Okay, okay. Da ist nichts. Oh, aha, das hat sich gelohnt. Hässliche Narbe. Soll nicht angeblich dieser Runenstein sein? Nächste Leiche. Ah ja. Zeitstopp. Nett. Habt ihr den schon? Okay. So. Bevor ich das nochmal vergesse. Ich glaube, das kann ja im Moment ein bisschen mehr was bringen. Wohl. Gut, dann schauen wir uns mal den Runenstein an. Okay, ein Teil des Rituals. Okay, bei Corellion nahm alles seinen Anfang. Redifahne wuchs. Wasser, Baum des Lebens, Sulanessa. Okay. Reicht das schon? Ich warte. Ich bin bereit. Wir testen es mal. Ist Golem noch da? Okay. Ich bin dabei. Dann halt nicht. Gut, gespeichert ist. Dann schauen wir mal. Schwerter statt Hört ihr etwas? So, dann. Corellion nahm alles seinen Anfang. Bleib niedergedrückt. Okay. Dann das zweite war Relifane. Dann war, glaube ich, der Baum des Lebens. Nee, Wasser erst. Dann der Baum des Lebens. Scheint zu funktionieren. Es bleibt nur die Druckplatte übrig, der sich die Rune Sundalessas befindet. Ihr drückt sie hier und der Würfel öffnet sich. In dem Würfel befindet sich der Talisman Relifanes. Du hast den, ne? Ja. Okay. Hat kein Gewicht. Ja, wenn es denn sein muss.
Passt dann soweit. Gut, würde ich fast sagen, es geht weiter. Gute Idee, das mir zu übertragen. Peacemaker überwältigt uns. Na, dann helfen wir doch direkt mal mit. Ja? Ja? Und buffen zumindest mal leicht. So, halte ich mal zurück, nicht, dass du noch drauf gehst. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Okay, bitteschön. Ja. Dann genau, zieht euch nochmal zurück. Ich warte. Komm, der Rede wert. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rüber. Oh, was bist du denn? Na, Basu. Ich studiere Kreatur sein muss und nähere die Erde. Der ist ein guter Oberwäldler. Natürlich. Okay. Endlich, das ewige Wache stehen wird ohnehin langweilig. Dann wollen wir euch mal töten. Oh, ich denke, wir sollten das wohl offiziell machen. Ihr da, alle Bürger müssen in den Häusern bleiben oder sie sind des Todes. Die Hohepriesterin wird bestraft, weil sie ebenfalls Schuld an dem Fluch trägt, der auf unserem Herrn liegt. Ihr werdet getötet werden, weil ihr euch ihrem Haus nähern wolltet. Okay. Ja, gut, du hast ein bisschen was abgekriegt. Das passt. So, du, Ramilat. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich glaube, wir hauen das da nämlich erstmal wieder weg. Du hast es mit dem Zauber aufheben, ne? Ja. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Meine ich Waffe liebe den Geruch von Dattelpalmen am Morgen. Du kannst also Zeitstopp. Okay, du bringst aber, glaube ich, gerade deine eigenen Leute um, wie es scheint. Gut, tut allerdings auch ziemlich weh, was uns angeht. Ich hoffe, das bringt was. Okay, ziehen wir uns zurück. Los, guck es aus. Was kann ich tun? Kannst du ihn jetzt mal einkerkern? Wie sieht's denn aus? Mehr oder weniger gut noch. Hat das jetzt funktioniert? Scheinbar nicht. Ich kümmere mich drum.
Gut, das Ding wäre weg. Zauberschutz. Sag mir, was zu tun ist. Okay, du hast dich also verzogen. Nicht cool. Ah ne, du bist wieder da. Dann... So. Wir hatten jetzt Schaden gemacht und wie? Ich glaube, bevor du jetzt irgendwas... Gut, die Monaten kritischen... Okay, wir kriegen die scheinbar nur mit kritischen, wie es scheint. Obwohl, ne. Wir haben gerade gerastet. Du bist schon wieder fast tot. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Meine Waffe hat keine Wirkung. Braucht ihr etwas? Gebt mir ein größeres Schwert! Auf geht's. Na dann. Wurde aber auch Zeit. Ich warte. Ich bin unschlagbar. Einfach unschlagbar. Gut, wir haben ihn. Okay, daran haben wir noch ein bisschen was zu identifizieren. Ja? Wieder plus eins. Pack die mal in den Beutel. So. Da ihr dann doch relativ angeschlagen seid. Genau, das wäre dann das Haus. Vielleicht finden wir sie ja drin. Mal gucken. Ja, ich bin dabei. Oh, ja, scheinbar. Ich helfe, wo immer ich kann. Sprecht frei heraus. Sagt mir, was zu tun ist. Zeit aufzubrechen? Na ja, gut, dass wir nochmal gerastet haben. Fremde? Wenn ihr keine Diener des Verwandten seid, dann helft mir gegen diese Kreaturen, ich bitte euch. Hab ich vor. Okay, das läuft aber. Noch ein Gürtel. Was kann ich tun? Noch ein Gürtel der Steinriesenstärke. Sehr gut. Du hattest, glaube ich, noch keinen, ne? Hast du schon 20? Uha. Okay.
Na gut, okay, es ist halt mit Buff. Ich warte. Ich bin bereit. Was jetzt noch Gift hat zaubern müssen? Wäre ein bisschen unpraktisch, wenn sie es da drin drauf gehen würde. Aber gut, dann warte ich es gerade noch ab. Dann werden wir in der nächsten Folge mal mit ihr reden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.